Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Erstens, dieser Antrag der AfD ist verfassungswidrig. Zweitens, dieser Antrag ist rassistisch und intolerant. Und drittens, dieser Antrag befeuert religiösen Fundamentalismus und gefährdet die Offenheit unserer liberalen Demokratie. Und liebe CDU, das gilt im Kern auch für den Antrag, den Sie hier per Tischvorlage Copy and Paste vorgelegt haben. Ich glaube, Sie haben das gemacht, weil Sie ein kleines Abgrenzungsproblem zur AfD haben, aber darüber reden wir dann in den Ausschüssen. Warum ist dieser Antrag verfassungswidrig? Ganz einfach. Er verstößt gegen Artikel 4 Grundgesetz, also die Glaubens- und Religionsfreiheit und das staatliche Neutralitätsgebot. Und für den Fall, dass Sie Artikel 4 Grundgesetz nicht verstehen, meine Herren, hören Sie mal zu, eine kleine Nachhilfe. Ich zitiere aus dem erwähnten Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, Zitat, das Tragen der Burka im öffentlichen Raum wird von Artikel 4 Grundgesetz geschützt. Ein generelles Verbot der Burka im öffentlichen Raum verstößt gegen das Neutralitätsgebot des Grundgesetzes und lässt sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. Und warum ist das so? Weil die Religions- und Glaubensfreiheit ein vorbehaltlos geschütztes Grundrecht ist. In sie darf überhaupt nur und auch nur schonend eingegriffen werden, wenn und soweit andere Grundrechte und Güter von Verfassungsrang betroffen sind. Und jetzt faseln Sie an dieser Stelle von der Vollverschleierung im öffentlichen Raum von einer permanenten Demonstration. Ich bin mal gutwillig und unterstelle Ihnen, dass Sie damit die negative Religionsfreiheit meinen, also einem Glauben nicht angehören zu müssen. Ja, die Vollverschleierung ist ein starkes Bekenntnis zu religiösen Kleidungsvorschriften. Allerdings, und jetzt zitiere ich das Bundesverfassungsgericht, hat in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt, der Einzelne kein Recht darauf, von fremden Glaubensbekunden verschont zu bleiben, so das Verfassungsgericht. Warum ist dieser Antrag rassistisch, intolerant und autoritär? Die AfD stellt sich die Welt offenbar als eine Ansammlung von kulturell und religiös homogenen Gemeinschaften vor, die sich am besten auch noch an Landesgrenzen halten. Das, meine Damen und Herren, hat nichts, aber gar nichts mit der Realität im Jahre 2016 zu tun. Sie treffen mit Ihrem Vorschlag fast ausschließlich Frauen islamischen Glaubens mit Migrationshintergrund. Sie begegnen diesen Frauen mit Misstrauen und sprechen ihnen eigene Entscheidungen ab. Natürlich wird es ein paar geben, die das nicht freiwillig tun. Aber mit einem Verbot lösen wir das Problem nicht. Wir müssen ihnen helfen und sie unterstützen und nicht diejenigen treffen, die tatsächlich ihr Grundrecht ausüben an der Stelle. Für uns als Linke ist es wichtiger, was im Kopf steckt und nicht, wie er umhüllt ist. Und Herr Curio, eine Wortwahl möchte ich hier für meine Fraktion ganz klar zurückweisen. Frauen sind keine Säcke, dass das mal ganz klar ist. Und ich möchte mir weder als Mann noch als Volksvertreter anmaßen, einer Frau Vorschriften darüber zu machen, wie sie sich bekleidet oder bedeckt. Letzter Punkt, warum befeuert dieser Antrag religiösen Fundamentalismus? Stellen wir uns doch nur mal eine Sekunde vor, das Grundgesetz gäbe es nicht und dieser Antrag würde tatsächlich beschlossen. Was wäre die Konsequenz? Sie würden den religiösen Fundamentalisten direkt in die Hände spielen. Sie würden selbst den Beweis erbringen, dass unser Staat religiös nicht neutral ist und bestimmte Religionen privilegiert und andere diskriminiert. Sie würden einen religiösen Kampf der Kulturen um die richtige Kleiderordnung entfachen. Wie grotesk! Was kommt denn dann? Eine Sittenpolizei, die herumrennt und Kopftücher, Niqabs und andere Kleider kontrolliert? Denken Sie Ihre Vorschläge doch mal zu Ende. Sehr geehrter Herr Pazerski, offensichtlich, das zeigt Ihr Antrag, reicht es nicht, Sie sitzen ja noch nicht mal hier, als Soldat einfach nur auf das Grundgesetz zu schwören. Man sollte es verstehen und offensichtlich auch die Grundrechte. Ich schenke Ihnen die aktuelle Ausgabe des Grundgesetzes, verinnerlichen Sie unsere Grundwerte und bis dahin belästigen Sie dieses Haus nicht mit verfassungswidrigen Anträgen. Vielen Dank.